Hallo miteinander, hier ist wieder euer Wettermelder. Am Freitag kann es auf der Oststadt immer wieder mal regnen, aber es gibt auch längere trockene Phasen und teilweise kommt dann auch mal die Sonne zum Vorschein. Die Spitzenwerte reichen maximal 13 bis 16 Grad. 13 Grad waren es in Neresheim, 14 in Bopfingen, 15 in Aalen und Elwangen und maximal 16 Grad gibt es rund um Schwäbisch Gmünd. Am langen Pfingstwochenende wächst sich Sonne, Wolken und lokale Regenschauer ab. Speziell am Samstag weht auch ein starker bis stürmischer Wind mit Spitzenböen zwischen 60 und örtlich auch 70 km pro Stunde. Aber auch am Pfingstsonntag und Montag ist sehr windig. Je nach Sonne liegen die Temperaturen bei maximal 15 bis 18 Grad. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann im nächsten Wettervideo.